One, a two. So, das, was ihr da hört, ist das hier. Seht ihr das? Da? Ein ganz kleines Mikrofon, das Rengfors AVL 630S. Bestellt bei Konrad, 35 Euro. Bisher hatte ich ja immer den hier, übrigens auch bei Konrad bestellt. Dieses Bügelmikro, mit dem, was bis zum Mund vorne hingeht. Auch bei Konrad bestellt. Das AVL 624. Also praktisch ein Vorgängermodell. Auch von Rengfors. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie das klingt. Ich habe es noch nicht gehört. Das heißt, wir haben jetzt live hier, wir alle beide gemeinsam, wir zwei, du, der du das Video anguckst und ich, haben jetzt Premiere, denn wir müssen natürlich wissen, wie klingt dieses Mikrofon. Ich bin sehr gespannt. Und hier steht, per Clip auch als Ansteckmikrofon zu verwenden. Hier ist so ein Clip dabei. Das heißt, ich kann das hier auch wegnehmen. Sagen wir mal, es hat was im Hals. Wir haben jetzt gehört, wie das am Ohr klingt. Jetzt nehmen wir das mal weg. Und wie soll das funktionieren? Ah, so vielleicht. Moment. Hier ist so ein kleiner. Ja, wie soll das jetzt? Keine Ahnung. Das muss ja jetzt hier irgendwo hingehen. Hier steht allerdings nicht, wie ich das machen soll. Schauen wir mal. Da steht nichts. Und da auch nicht. Ich habe jetzt also gerade keine Ahnung, wie ich das festmachen soll. Vielleicht so. Aber es sieht doch scheiße aus, oder? Das sieht doch scheiße aus. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das klingt, aber das sehen wir ja gleich. Ich will natürlich gleich das testen, weil wie gesagt, ich habe es noch nicht getestet. Es ist der erste Test. Und jetzt sehe ich ja gleich. Aber das sieht ja. Das ist ja Quatsch da, oder? Man könnte natürlich. Aber das sehe ich ja jetzt nicht. Das von unten. So hier reinklemmen. Und dann das so irgendwie hier festmachen. So vielleicht. Jetzt muss ich gucken, wie das aussieht. Ich brauche einen Spiegel. Jetzt darf ich nur so hängen bleiben. Ihr hört mich ja noch, ihr seht mich nur nicht mehr. Ja, das wäre ja nur jetzt eine Möglichkeit. Das wäre ja eine Möglichkeit jetzt, das so zu machen. Da bin ich mal gespannt. Also ich glaube nicht, dass man da jetzt noch anständig was hört. Das wage ich ja schwer zu bezweifeln. Ich sehe es ja gleich, ich schreibe es euch dann drunter. Ob man das noch hört, das wage ich jetzt aber wirklich zu bezweifeln. Ich habe einen Schlick, aber ich habe gerade es gegessen. Aber eigentlich, da das ja das Nachfolgemodell ist, sollte das jetzt natürlich besser sein wie das 624er, was ich bis jetzt verwendet habe. Deswegen tun wir es jetzt nochmal hier hin. So, jetzt. Ah, guck mal, es ist jetzt viel, viel, viel leiser. Jetzt klemmt es direkt im Mikrofoneingang von meinem Computer. Jetzt gucke ich mal geschwind. Ah ja, guck an. Okay, wir gehen jetzt mal nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und geben auch noch einen Mikrofonverstärker. Komm mal her. One, two, one, two, one, two. So, jetzt bin ich sehr gespannt, wie das klingt. Ich kann es jetzt nicht mehr manipulieren. Ich kann weder Höhen noch Tiefen machen. Jetzt über den Mikrofoneingang klingt es so, wie meine Soundkarte das aufnimmt. Also wie es aus dem Mikrofon in die Soundkarte geht. Und jetzt höre ich mir das gleich an. Bin wirklich sehr gespannt. Ich habe vorhin schon gemerkt, wenn ich das abnehme und so reinspreche, hat das einen wirklich guten Sound. Also ich, bis jetzt bin ich von dem Gerät
Aber mal richtig was von begeistert. Ihr habt es gehört, also die Soundaufnahme direkt über den Mikrofoneingang hängt natürlich viel von der Soundkarte ab und es ist ja nur die interne, die da eingebaut ist. Da lässt die Qualität natürlich deutlich nach. Aber deutlich. Was ich jetzt noch schnell testen möchte, ich nehme es jetzt nochmal ab und spreche so hier vorne rein, weil ich einfach gemerkt habe, die Qualität, wenn ich so reinspreche, ist unfassbar. Man müsste sich hier vorne irgendwas hinbauen oder irgendwas hinstellen, dass das praktisch so da steht. Jetzt hört euch das an. Also für 35 Euro kannst du echt nicht meckern. Die Frage ist, wenn ich das jetzt zum Beispiel hier hinklemmen würde. So. Und jetzt nicht bewegen. Jetzt bin ich gespannt, wenn ich mir das anhöre. Ich höre es ja selber jetzt nicht. Ich höre es erst im Video. Und also bis jetzt, die 35 Euro haben sich doch gelohnt. Oder was meint ihr? Hä? Würde ich sagen. Das Video mache ich jetzt nur noch mal so zum Spaß, um hier noch mal ein bisschen von den Höhen reinzugeben, damit ich einfach noch mal für mich persönlich teste, wie das klingt für mich persönlich jetzt. Das wird nicht veröffentlicht. So, und um das Ganze abzuschließen, diesen Test, habe ich jetzt noch eine externe Soundquelle mit dem Mikrofon, nämlich mein Zoom H1 H1. Und jetzt habt ihr den Ton von der Webcam. Ja? Und jetzt nehme ich hier auf. Und Achtung, geklatscht. Die sogenannte Schnittmarke. Und ab jetzt habt ihr den Ton von dem Mikrofon aufgenommen über mein Zoom H1. Warum das Ganze? Wenn man hier mal zu zweit sitzt, kann ich ja mit dem ein Mikrofon in mein kleines Mischpult, kann ich ein Mikrofon einstecken. Ich kann keine zwei einstecken. Ich habe auch nicht das Geld, um mir zwei so Mikrofonsysteme zu kaufen. Deswegen wird einer das Gerät hier bekommen mit dem Zoom und einer wird übers Mischpult aufnehmen und dann schneide ich das hinterher zusammen. Dafür ist es gedacht. Auch die Ansteckmikrofone, die ich schon getestet habe, dafür ist es gedacht. Ich bin jetzt sehr gespannt. Nimmt er überhaupt auf? Ah ja, nimmt er. Nimmt er. Wie das jetzt klingt, bin ich echt gespannt über mein Zoom H1. Das hier. Ja. Was übrigens auch ohne das Mikrofon hier sehr, sehr guten Sound hat. Allerdings nur, wenn man direkt reinspricht. Das war auch so ein Fehlkauf, das Ding. Ja. Da steht da Low Cut. Low Cut. Machen wir mal off. So. Auto Level. Machen wir mal on. Und Rec-Format. MP3. Ach so. Ja, das kann man gleich mal testen hier. Aber in einem anderen Video.